sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe immer so diesen Punkt mit meinen Vorträgen, dass ich, Sekunde mal gerade, dass ich an der Stelle immer drankomme, wenn das Publikum doch schon einiges auch an Inputs erreicht hat. Das heißt also, ich bin mir bewusst darüber, dass ich jetzt kurz vor der wohlverdienten Pause hier nochmal versuche, einen Impuls zu geben. Und nachdem Herr Professor Lehmann mich auch sehr nachdenklich gemacht hat, was die Perspektive angeht und wo mir auch eben klar wurde, wir sind in der Bildungspartnerschaft, wir können nicht von einem Selbstläufer ausgehen, sondern wir müssen uns noch ganz gehörig anstrengen, wenn wir die Gruppen wirklich erreichen wollen, die uns ganz besonders wichtig sind. Und mir ganz besonders wichtig sind in der Tat die Menschen der Gesellschaft, die ohne unser spezielles Engagement schlechtere Bildungschancen hätten. Ich versuche jetzt einfach mal, um diesen Versuch, Ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, Ihnen ein Bild zu präsentieren. Bitte nehmen Sie das alles nicht so ernst, aber ich werde es schon so interpretieren, dass es zum Thema führt. Die morgendliche Dusche, Sie kennen das. Das tut richtig gut, man wird wach und es ist wohlig warm, das Wasser, und man fühlt sich gut. Sie kennen das auch noch bei der Shampoos-Dusche, wenn die Formel-1-Sieger sich dann gegenseitig bespritzen. Gut, diese Erfahrung kenne ich nicht, finde ich auch nicht so wichtig, aber mit diesem Bild wollte ich einfach mal einen Bogen schlagen zu Dopamin. Es war ja heute schon öfter die Rede von Hirnforschung. Herr Große-Brockhoff hat das ja auch angesprochen und eins zu viel. Und in der Hirnforschung gibt es so verschiedene Botenstoffe. Ich konzentriere mich jetzt mal auf einen, auf den bekanntesten und so, und nenne mal Dopamin. Und das ist ein Botenstoff, der immer dann im Gehirn freigesetzt wird, wenn man sagen kann, boah, das habe ich geschafft. Super, das ist mein Ergebnis, daran habe ich gearbeitet und jetzt hat es geklappt. Jetzt könnte man sagen, bezogen auf den Kongress, könnte man sagen, die Veranstalter, wir haben jetzt Dopaminfreisetzung im Gehirn, warten wir erstmal den ganzen Tag ab. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Herr Große-Brockhoff sprach ja davon, man muss die Kinder ganzheitlich ansprechen. Man muss auch den musischen, ästhetischen Bereich sehen. Man muss sie ganzheitlich ansprechen, man muss sie so erreichen, dass in ihnen überhaupt was passiert. Dass sie überhaupt so aktiv sein können, dass sie eine Chance haben darauf, Erfolge zu erleben. Das bedeutet aber, dass sie Chance haben, eigenen Fragestellungen nachzugehen, dass sie bearbeiten können. Wenn man die Qualitätsanalyse jetzt nimmt, die in unseren Schulen stattfindet, da werden die Lehrerinnen und Lehrer unter Ihnen, die das schon erlebt haben, sicher genauer sagen können. Es gibt da viele Ergebnisse. Ein Ergebnis ist, dass die Schüler sich sehr wohlfühlen in unseren Schulen. Das ist prima. Ich möchte aber auf ein Ergebnis jetzt besonders Augenmerk lenken. Das ist das, dass bei der Unterrichtsbeobachtung, die Qualitätsprüfer machen, sie haben Beobachtungsbogen haben, wo unter anderem auch beobachtet wird und festgehalten wird, wie aktiv waren denn die Schüler, wie sehr wurden sie angeleitet zu selbstständigem Lernen, hatten sie Chancen, individuelle Lernwege zu gehen und so weiter und so fort. Und im Ergebnis, hat nichts mit NRW zu tun, ist insgesamt so, so ist, weil man danach schaut, kriegt man dieses Ergebnis, dass man beobachtet, dass die Lehrer ganz besonders aktiv sind. Natürlich, selbstverständlich würde man jetzt sagen, und dass die Schüler in dieser Situation viel zuschauen. Und wenn ich jetzt dieses Bild der Dopamindusche jetzt nochmal etwas kleiner einfüge, dann muss ich mich doch fragen, welche Chancen auf Dopaminfreisetzung, wer hat im Unterricht eigentlich die besseren Chancen? Wer kann im Unterricht seinen eigenen Interessen folgen, seine eigenen Fragestellungen formulieren, seine Wege der Bearbeitung gehen? Es ist ein bisschen rhetorisch, ja, aber ich denke schon, das ist in der Tat so, dass Unterricht, so wie wir ihn verstehen bisher, stark aus der Sicht des Lehrers gesehen wird. Der Lehrer muss natürlich seinen Unterricht machen, aber unser Verständnis, was uns dazu führt, diese Bildungspartnerschaften zu machen, das Verständnis von Unterricht, was die Grundlage für unsere Arbeit in der Medienberatung NRW ist, das möchte ich an dieser Stelle jetzt hier mal kurz skizzieren.
Wir gehen aus von Dimensionen erfolgreichen Lernens, da steckt es wieder drin, Erfolg, die Hoffnung, die Aussicht auf Dopamin und andere Botenstoffe im Gehirn. Erfolgreiches Lernen braucht einmal eine Methode. Wie macht man das? Man muss aber auch die Frage beantworten, womit macht man das eigentlich? Methode alleine würde einem Dachdecker nichts nutzen, wenn er keine Dachwand hätte. Und die Frage ist natürlich, wo kann ein Schüler das eigentlich tun, in der Schule und zu Hause? So, ich fange mit der Frage wie an und präsentiere ja die Lernmethoden. Lernmethoden, fünf Lernmethoden, die wir in der Medienberatung in NRW in den Fokus stellen. Und wenn wir jetzt hier Bezug nehmen zu unserem Projekt, kann ich Recherche in den Mittelpunkt stellen. Aber wenn Sie diese fünf Lernkompetenzen, Lernmethoden durchgehen, dann werden Sie merken, da steckt wieder genau das drin. Die eigenen Fragestellungen formulieren, selbst nach Antworten suchen, überlegen, in welchen Formen ich diese Antworten wiederum verarbeiten kann und diskutieren kann mit meinen Mitschülern, in welche Produkte ich sie fassen kann. Großer Bocker wird jetzt vielleicht sagen, man kann das Ergebnis auch tanzen. Klar, es gibt vielfältige Möglichkeiten, Produkte in der Schule zu erstellen. Das muss nicht immer nur die klassische Klassenarbeit sein. Aber womit macht er das eigentlich? Ja, das kennen wir alle. Das ist das Schulbuch. Mehr als diese, eigentlich gehören da ja 30 Stück hin, aber die passten jetzt hier nicht mehr richtig. 30 gleiche. Wenn wir jetzt aber die Schüler daneben setzen, dazu setzen, hier in diesem Foto sehen Sie unterschiedlich große, unterschiedlich alte, lesende Schülerinnen und Schüler. Damit möchte ich Heterogenität symbolisieren, veranschaulichen. Die Kinder sind nicht alle gleich und Entschuldigung, Homogenität im Klassenraum gibt es fast gar nicht. Selbst dann, wenn man sie nach Schulform selektiert hat, müssen wir davon ausgehen, dass jedes Kind anders denkt und jedes Kind auch andere Wege beschreiten können muss. Und es gibt vielfältige Werkzeuge dazu. Es gibt nicht nur die Bücher, sondern auch die neuen Medien. Zum Glück müssen wir das nicht mehr diskutieren. Das wurde heute Morgen ja auch schon deutlich gesagt. Und das ist natürlich auch unsere Philosophie. Ich halte das für einen Anachronismus, wenn man einen Gegensatz aufmachen will zwischen den intelligent genutzten neuen Medien, wenn man wirklich mit dem Computer arbeitet, und dem Buch. Das ist keine Diskussion mehr, die wir führen müssen. Und die Räume sind ja jetzt ganz wichtig in dem Kontext hier im Saal, weil es auch um das Umfeld geht. Es geht um Bibliotheken, es geht um die Raummöglichkeiten, wo Schüler lernen können. Wir haben auch erfahren jetzt eine digitale Erweiterung der Lernmöglichkeiten über Lern- und Kommunikationsplattformen, die natürlich die anderen Räume nicht ersetzen, aber sehr wohl erweitern. So haben wir drei Dimensionen erfolgreichen Lernens. Und diese drei Dimensionen erfolgreichen Lernens bilden die Basis unserer Grundphilosophie und ist auch der Grund, weshalb wir diese Bildungspartnerschaft mit Ihnen machen, weil wir nämlich Ihre Räume, Ihre Medien brauchen, Ihre Kompetenz brauchen, die Schüler brauchen Sie, damit sie selbstständig und aktiv lernen können, damit sie eine Chance darauf haben, ihren eigenen Fragestellungen nachzugehen und Dinge zu entdecken und zu bearbeiten, die sie vorher nicht wussten. Und damit die Chancen natürlich auch, gut, Dopamindusche ist jetzt vielleicht übertrieben, aber dieses wohlige Gefühl, ich habe etwas gefunden, habe etwas erreicht, habe etwas erarbeitet. Und darauf kann ich stolz sein. Das setzt voraus, dass man diese Räume schafft und diese Mittel bereitstellt und diese Kompetenzen ausbaut. Das ist das Kuchendiagramm. Erfolgreich. Erfolgreich, auch jetzt bezogen auf diese Veranstaltung. Erfolgreich ist jetzt die Frage, wer ist jetzt hier zusammengekommen? Es sind knapp 700 Menschen aus verschiedenen Bereichen. Und wir haben einfach mal aufgrund der Teilnehmerliste, möchten wir Ihnen jetzt hier spiegeln, wer ist jetzt hier? Und ich finde es unglaublich wichtig, dass diese verschiedenen Perspektiven hier deutlich werden, dass die schulische Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer und die Perspektive der Bibliotheken, der Bibliothekarinnen und Bibliothekare und mit ihren verschiedenen Kompetenzen, aber auch universitäre Beteiligung ist hier. Museen sind auch die ersten jetzt dabei. Wir haben Medienzentren, wir haben Teilnehmer und Teilnehmer aus den Landschaftsverbänden, wir haben die Kompetenzteams, die heute auch noch schon angesprochen wurden, für die wir ja hinterher auch noch einen Workshop haben. Das ist eine der Grundbedingungen dafür, dass sich die Situation in Schule überhaupt im Sinne dieser Dimension erfolgreichen Lernens verändern kann, dass diese Menschen sowie diese verschiedenen Professionen zusammenkommen, zusammenarbeiten, neue Anregungen finden und diese Idee der Bildungspartnerschaft wirklich zu einem Selbstläufer machen können. Wir haben einiges in der Zwischenzeit jetzt getan. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass, na, wahrscheinlich nicht.
dass wir die Adresse der Bildungspartnerseite der Bibliothekseite geändert haben. Sie lautet nämlich jetzt bibliothek.schulministerium.nrw.de. Und die Absicht ist die, das ist das erklärte Ziel, gemeinsam mit dem Land in Nordrhein-Westfalen, unsere Bildungspartnerschaft, das, was wir gemeinsam tun, ist die Bildungspartnerschaft, die Zusammenarbeit von Bibliothek und Schule. Und sie soll auch so im Lande dargestellt werden und unter dem Bildungsportal des Schulministeriums auch so erkennbar sein. Wir haben mit dieser Seite Erfolge, 100.000 Hits. Es gibt viele, viele Ideen, Hinweise und Hilfen, die Sie über diese Seite finden können. Und die Zahlen sind ja schon genannt worden eben. Wir haben in 2 Jahren einen Anstieg auf 108 Kommunen, die in dem Projekt beteiligt sind, und auf fast 700 Schulen. Wenn man jetzt sagt, wir haben fast 7.000 Schulen, dann ist das etwas mehr als 10%, aber das ist natürlich, das zeigt, dass wir da noch Gehöriges tun müssen. Das zeigt aber auch, dass die Zusammenarbeit, die wir gemeinsam begonnen haben vor 2 Jahren, wirklich Erfolg hat, dass die Idee angenommen wird. Und bei den Zahlen gebe ich immer noch zu bedenken, es gibt noch etliche Bibliotheken im Lande und auch Schulen, die in diesem Sinne mitarbeiten und Leistungen erbringen, die sich aber nicht direkt als Bildungspartner verstehen. Ich glaube, es gibt eine gewisse Dunkelziffer, sodass wir noch ein Stück weiter sind, als das hier deutlich wird. Wir haben ein eigenes Logo, eine eigene Bild- und Wortmarke für diese Bildungspartnerschaft. Und wir haben immer schon als Medienberatung ein Stück weiter gedacht. Wir haben immer gedacht, diese Idee, dass die staatliche Schule durch die kommunalen Partner, die Kompetenzen vor Ort, die Medien, die Leistungen erbringen für ihre Bürgerinnen und Bürger, dass sie den Schülerinnen und Schülern besser und stärker und einfacher erschlossen werden können und müssten. Und dabei haben wir dann diese Marke geschaffen, Bildungspartner NRW, und haben Bibliothek und Schule darunter geschrieben. In dem Gedanken, dass wir eine Dachmarke erarbeiten uns, die ein erfolgreiches Konzept sein kann. Und ich habe ja eben schon gesagt, es gibt Vertreter von Museen. Es gibt aber einen Stand der Volkshochschule hier. Ich möchte das an dieser Stelle schon mal erwähnen, dass die Volkshochschule der nächste Partner ist, kommunaler Partner, der mit Zertifikaten zur Computer- und Bildungsnutzung, aber auch zu Sprachenzertifikaten und Arbeitsmarktfitness eine Menge beitragen kann. Und wir sind in Gesprächen mit Medienzentren sowieso, mit Museen, Archiven und kommunalen IT-Dienstleistern nach dem Muster dieser Win-Win-Philosophie auch mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen. So haben wir also doppelte Ziele. Wir haben einmal das Ziel, in der Bildungsgemeinschaft mit der Bibliothek allen Schülerinnen und Schülern Nordrhein-Westfalen irgendwann diese Lernbedingungen bieten zu können. Aber auch das Ziel, diesen Grundgedanken, dass die kommunalen Partner vor Ort gemeinsam mit Schule in gemeinsamer Bildungsverantwortung, damit aus den Kindern, damit die besser lernen können, bessere Chancen im Beruf haben, in der Ausbildung haben, sich engagieren und zusammentun. Und wie Herr Stüdemann das auch genannt hat, man muss dann Formen vor Ort finden, wie man sich organisiert, sodass das dann auch nachhaltig ist. Mit den Kompetenzteams haben wir einen staatlichen Beitrag auf jeden Fall schon angefangen und wir werden in diesem Bereich auch ausbauen. Die Jungs haben wir ja ausgewählt. Ja, Herr Professor Lehmann, wir haben Jungs ausgewählt auf dem Bild. Wir achten mittlerweile darauf, dass wir nicht nur die Fotos nehmen, wo die Mädchen drauf sind, sondern weil uns ja schon klar geworden ist, dass wir die Jungs auch erreichen müssen. Wir müssen die Jungs auch mit Themen erreichen, wo sie dann wiederum selbst eine Chance haben, Erfolge zu haben, Themen, die sie interessieren. Und insofern haben wir heute Morgen schon mehrere Dimensionen, mehrere Hinweise bekommen darauf, wie wir weiterarbeiten müssen. Wir werden nicht uns zurücklehnen und sagen, wir haben vieles erreicht, der Rest geht von alleine. Es wird nicht von alleine gehen. Und dass Sie hier sind und dass Sie heute diese Seminare auch alle machen, einen Austausch, der Ihnen hoffentlich viele neue Ideen bringt, zeigt ja, dass wir alle gemeinsam wissen und bereit sind, in diese Richtung zu arbeiten. Vielen Dank.